Es war eben eine schreckliche Situation, weil einerseits berichtet man drüber, andererseits erlebt man es. Und dieses Erleben, das war ja nicht nur, dass das World Trade Center eingestürzt ist, sondern es ging ja auch in den nächsten Tagen darum, was passiert mit dieser Stadt und was kommt als nächstes. Und kein Verkehr mehr in so einer Stadt, die so laut war und so hektisch, keine Möglichkeit nach Hause zu kommen, zu laufen. Vielleicht vor ab und zu fuhr mal ein Bus die Straße entlang, aber das Gebiet, in dem ich gewohnt habe, das war schon abgesperrt, das gehörte schon zu Downtown, da konnte man gar nicht mehr fahren, da musste man eben laufen den Rest. Also das war alles gruselig. Unsere Wohnung lag ziemlich weit entfernt vom World Trade Center und trotzdem roch es da eben nach verbrannt, also nach Asche, nach verbranntem etwas. Also, und dieser Geruch, der hing noch 5, 6 Tage in der Stadt, über der Stadt. Also, der war, das heißt, das fand ich, war eben der Horror daran, es so zu erleben, nie abschalten zu können und nie zu wissen, eben, was kommt jetzt. Und dann flogen auch immer diese Kampfjets so ganz tief über die Stadt. Das heißt, die Stadt war auf einmal ganz, ganz still und nur dieses dumpfe Donnern dieser Jets hörte man. Und das war eben nicht wirklich beruhigend, sondern eher unheimlich.